Moin, Servus, Gude, der Poppe von Fums hier. Es ist Ostern und ich habe auch nicht so Bock, in die Tasten zu hauen, aber mir brennt was auf der Zunge, in den Fingern und ich muss was loswerden. Das geht an die Leute von Sky. Ich mag euch wirklich sehr, ihr macht wirklich tolles Programm. Ich finde eure Konferenz Weltklasse und Champions League macht ihr auch super, aber hört bitte, bitte auf, Markus Merk anzurufen. Noch nie hat ein Anruf bei Markus Merk Klarheit über irgendwas gebracht. Ja? Dann nimmt die gelben Seiten und ruft Oma Hilde an und fragt einfach ja oder nein. Und die wird wenigstens ein klares Ja oder ein klares Nein sagen. Ja? Bringt noch fünfmal Werbung für den Jahrhundertkampf von Manny Pacquiao. Und bringt noch fünfmal Werbung für den nächsten Spielfilmmarathon und irgendein Boxset. Es ist alles besser, als Markus Merk anzurufen. Ich habe auch nichts gegen Markus Merk. Der hat als Schiri ja keinen schlechten Job gemacht. Aber alles, was der macht, ist, seine Kollegen in Schutz zu nehmen und im Endeffekt nichts Neues rauszubringen. Der sagt jedes Mal dasselbe. Ja, kann man jetzt schon eigentlich, ja, aber kann er ja nicht sehen. Nee, war jetzt schon faul, aber sicherlich schwierig zu erkennen in der Einstellung. Ja, was ist denn da los? Geht der Merk daheim auch hin, wenn der Nachbar seine Frau begrapscht und sagt, ja, das war jetzt schon irgendwie strafbares Handspiel, aber kann er jetzt auch nichts dafür? Oder wenn die Frau irgendwie einen welken Salat auf den Tisch stellt, dann sagt er auch, ja, sicherlich nicht so doll, aber war in der Hektik des Einkaufs auch schwer zu erkennen, dass da welke Blätter drin sind. Also. Ich verstehe es nicht. Wenn der Friseur den Scheiße rasiert, dann sagt er, ja, die haben ja die vielen Einstellungen nicht, wie es ein anderer hat am Rasierer. Also, was soll das? Entweder soll er sich hinstellen und soll sagen, der Kollege hat Scheiße gepfiffen, das war nix. Oder soll es doch bitte, bitte sein lassen. Sky, sagt es dem. Kohle nur noch für Klartext und nicht mehr für Hulli Gulli. Schiri kann nichts dafür, Zitate. Das hat mir jetzt so gut getan. Ich glaube, ich brauche erstmal einen Schnaps. Frohe Ostern.